Guten Abend, liebe Leute, und herzlich willkommen zum Champions League Achtelfinale Rückspiel ADE 11 gegen den Omaya FC aus Ägypten. Und wir sind hier zum Siegen verdammt nach der 1:0 Niederlage im Hinspiel. Muss heute hier eine deutliche Leistungssteigerung her, und ich habe ein richtiges gutes Gefühl dabei, dass das hier heute ein richtig gutes Ding wird. Mal sehen. Wir müssen jetzt schnell ein Tor erstmal erzielen, dann haben wir die Verlängerung erstmal. Natürlich will ich das Ding jetzt hier in der regulären Spielzeit sogar dann unterkriegen. Aber jetzt erstmal das Tor erzielen, das ist jetzt erstmal wichtig. Ja, und wir fangen hier gleich stürmisch an, haben gleich eine Chance gehabt durch Lanza Fame. Und Ballbesitz haben wir uns auch stark verschnellt, aber und Lacte hat sich jetzt verletzt, also die Verletzten-Serie geht also mal wieder weiter bei mir. Ja, das kennen wir ja bereits alles schon. Und wir bringen jetzt den. Oh, das passt mir jetzt nicht so. Wir müssen den Ruchi reinbringen, obwohl der total schlechte Moral hat. Und auch nicht der beste gerade ist. Und vor allem jetzt in dieser schwierigen Situation wird das richtig schwer werden. Und Ballbesitz haben wir mittlerweile auch so ein bisschen verloren. Fand der Post jetzt stark. Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen Ernüchterung, finde ich. Ja, das Ligaspiel wollte ich euch ja eigentlich auch zeigen. Dazu bin ich leider nicht gekommen, da ich zu diesem Zeitpunkt leider schön Pizza gegessen habe. Und das war mir zu diesem Zeitpunkt einfach wichtiger gewesen, sodass ich dann das Spiel leider nicht aufnehmen konnte. Aber ich kann euch sagen, wir haben mit 2 zu 0 gewonnen, haben dann damit den dritten Platz gefestigt und haben jetzt auch schon einen Vorsprung vor den anderen Plätzen. Also da haben wir schon mal eine gute Grundbasis und hier soll das jetzt möglichst weitergehen. Aber momentan haben wir meine Spieler nach dem stürmischen Start so ein bisschen, lassen sich momentan ein bisschen hängen. Vor allem auch jetzt so durch die Verletzung von Ulf Lacta wird es jetzt richtig schwer werden hier. Und jetzt irgendwie hier ein Tor herbeiführen, das wäre jetzt erstmal wichtig. Ich glaube, der hat sich auch ohne Einwirkung vom Gegner irgendwie verletzt. Wir tun uns momentan sehr, sehr schwer hier. Auch wenn ich jetzt hier Siegprämie habe ich auf ganz hoch geschraubt und ich denke, ich muss dann auch auf volle Offensive gehen. Ihr könnt euch mit Sicherheit noch ans Pokalspiel erinnern. 3 zu 0 im Hinspiel. Da waren 2-0 dann rausgesprungen. Ich hoffe, dass mir das jetzt. Hier müsste es doch eigentlich einfacher jetzt gehen. Torschuss und Gnähr jetzt. Aber schade. Ja, momentan können wir uns wieder ein bisschen ins Spiel jetzt reinfinden. Es sind wieder Chancen für uns da. Und ich hoffe, dass sie das jetzt ummünzen können. In wichtige Tore. Und wir bekommen jetzt einen Freistoß. Brandt. So. Zu früh gefreut, das ist das 1-1 und jetzt wird's richtig schwer für uns. Jetzt wird's richtig schwer. Jetzt müssen wir irgendwie 2 Tore schießen. Und wie scheiße ist das? Der Manager ist da und noch 2 Fans. Wir haben jetzt im Prinzip alles gegen uns, was zu gegen uns sein scheint. Also, erst macht Gran das 1 zu 0, gibt uns wieder Hoffnung und jetzt müssen hier irgendwie 2 Tore her. Weil ein 2 zu 1 reicht für uns nicht und ein 1-1 erst recht nicht. Und jetzt muss hier auch volle Offensive gespielt werden. Und es ist jetzt wirklich eine ganz schwierige Situation. Und mittlerweile habe ich auch nicht mehr viel Hoffnung, weil das Tor hat jetzt bald wie ein Nadelstich, der richtig weh tut. Der tut jetzt richtig weh, dieser Nadelstich. Jetzt muss ein Tor hier schnell und das so schnell wie möglich. Und eine gute Sache kann ich euch sagen, es gibt keine Verlängerung. Die hat sich jetzt eben mit diesem Tor erschlagen. Ja. Und es ist jetzt wirklich, es sieht fast schon so aus, als ob das Kapitel Champions League auch für diese Saison beendet zu sein scheint.
Es sieht wohl alles danach aus, dass ich euch leider diese Saison nur noch Ligaspiele bringen kann. Und es ist einfach so schade, weil ich einfach gedacht hatte, dass ich jetzt hier wieder eine gute Chance habe. Vor allem, weil ich letzte Saison ja auch bis ins Finale gekommen bin. Es wollte jetzt wohl am Ende nicht sein, aber es ist noch Zeit, also. Aber ihr habt es eben gesehen, ich habe drei Spieler gegen mich, also zwei Fans zu denen und dann noch er selber da. Und dann noch muss ich mit einem Zwei-Sterne-Spieler hier irgendwie in der Verteidigung auskommen. Natürlich ein bisschen alles unorganisiert, natürlich, ich muss mit Verletzten rechnen, aber es ist wirklich jetzt ganz, ganz schwer hier. Und jetzt hat Omar Yasar einen Konter. Und wenn das jetzt das 2-1 ist, dann. Und wir können nochmal durchatmen. So, das war's dann wohl. 2-1. Das ist, Ding ist jetzt hier gelaufen. Jetzt brauchen wir drei Tore. Drei Tore. Ja. Ich werde jetzt nicht laut, ich bin jetzt eher ja, geschockt. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe Siegprämie hochgeschraubt. Ich habe auch volle Offensive gespielt. Es hat alles nichts gebracht. Jetzt haben wir nochmal einen Freistoß. Bambula. Der geht aber in die Mauer. Ja. Drei Tore würden uns jetzt zum Weiterkommen reichen. Drei Tore. Und es ist schon ein bisschen unverdient, wenn man sich so den Spielverlauf anguckt. Gnei jetzt, aber auch wieder nichts. Jetzt nochmal eine Ecke. Das ist wohl abgehakt. Also Champions League ist dann auch für diese Saison beendet. Es steht jetzt noch die Liga im Mittelpunkt und da sind wir auch, kann ich euch leider auch wohl keinen Titel mehr bieten. Da müssen wir versuchen, einfach diesen dritten Platz irgendwie zu halten. Und ich bin mit diesem Saisonverlauf irgendwie nicht so richtig warm geworden. Und letzte Saison war es eine Traumsaison gewesen, dieses Jahr nicht. Und ja, ich bin momentan ein bisschen sprachlos. Und ich finde es einfach schade. Und ich weiß nicht, ob ich mit meinem anderen 4-Sterne-Spieler da noch weitergekommen wäre. Ich weiß es nicht. Wir haben klare Spielanteile für uns, aber von den Statistiken kann man uns wahrlich nichts kaufen. Und ja, vor allem, wenn man so viel gegen sich hat, ist das natürlich schwer, in so einem Spiel da noch die Kontrolle zu bewahren. Ja, und nach dem 1-0 von Grant habe ich echt gedacht, das Ding können wir hier drehen. Ja, also genießen wir die letzten Sekunden von der Champions League Luft dieses Jahr. Das Kapitel ist für dieses Mal abgeschlossen. Was sehr, sehr schade ist, ich hab's wollte euch zeigen, ich wollte euch mal wieder einen Erfolg hier zeigen, aber daraus wird nichts mehr her. Goodbye, Champions League. Ja, also da will ich jetzt schnell weg, da habe ich jetzt nichts mehr mit zu tun. Ja, also werfen wir nochmal einen Blick auf die Liga. Mit 9 Punkten Vorsprung auf die Tabellenspitze können wir da wohl kein Wörtchen mehr mitreden im Thema Meisterschaft. Höchstens vielleicht um den zweiten Platz vielleicht irgendwie noch, um die Vizemeisterschaft. Vielleicht ist da noch was drin. Ja, also mein 2-0-Sieg, da hat noch alles, war noch alles gut. Vielleicht war das auch ein bisschen die Belastung, dass wir da einfach in dieser kurzen Zeit nicht die volle Power hatten, zwei so wichtige Spiele dann zu absolvieren. Ich weiß es nicht. Also es war wirklich ein enttäuschendes Spiel für uns. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ich gucke mir jetzt Dschungelcamp noch an. Ja, und wir hören uns dann morgen wieder. Ciao, Leute.